Jo, ein Hallihallöchen, hier ist euer Winnie mit World of Warships Legends, ein Gameplay zu den Zerstörer, zu den T3 Zerstörer der Amerikaner, die Clemson. Ja, die Clemson ist ein sehr schöner Anfänger Zerstörer, um sich mit den Amerikanern so ein bisschen einzuschießen. Und um das ganze Gameplay kennenzulernen mit den Amerikanern, dass das mehr so die Gunner-Schiffchen sind. Hier kann man vielleicht so schon noch ein bisschen mit Torpedos spielen. Es wird aber halt ziemlich schwer sein, mit den Amerikanern tatsächlich Schlachtschiffe zu turben. Und man sollte tatsächlich wirklich Priorität legen auf gegnerische Zerstörer zu jagen. Ja, was habe ich eingebaut? Und zwar, ich habe eingebaut als Mod Zielsystem Mod Nummer 1. Ihr könnt natürlich noch Hauptbatterie Mod Nummer 2 einbauen. Als nächstes haben wir hier hinten die gelb-schwarz umrandeten Standort-Mods. Die sollte auf jeden Fall jeder einbauen. Das sind Sachen, die euch auf jeden Fall verbessern. Es werden auch manchmal Sachen verbessert, die nicht angezeigt werden. Ja. Und ich würde sagen, wir gehen auch schon zur Ausrüstung. Wir haben einmal Sprenggranaten, panzerbrechende Granaten und Torpedos. Als Verbrauchsmaterial haben wir einmal Schadensbegrenzungsteam, dann Nebelerzeuger und Motorboost. Hier Booster, um schneller voranzukommen mit euren Schiffchen. Da würde ich euch tatsächlich empfehlen, schaut euch da das Gameplay von mir an mit den Boostern. Ich habe es da erklärt. Da könnt ihr euch auf jeden Fall darüber informieren. Hier hinten, das sind Gefechtsbooster. Ihr seht, da hat man hier beim ersten maximale Bewegungsgeschwindigkeit plus 3%. Beim zweiten hat man maximale Bewegungsgeschwindigkeit und Ladezeit aller Verbrauchsmaterialien. Und hier hinten kommt noch Reichweite dazu. Hier unten haben wir Tarnung. Da könnt ihr euch eine Permanenttarnung basteln. Da solltet ihr auch vielleicht euch das Gameplay von mir anschauen, falls ihr da noch nicht drüber Bescheid wisst. Nicht, dass ihr denselben Fehler macht wie ich. Ja, bei den Flaggen ist es so, da könnt ihr halt einfach irgendwelche Flaggen draufpappen. Das ist einfach nur Style. Ich möchte das halt so ein bisschen den amerikanischen Style anpassen. Deswegen habe ich da die amerikanische Schleife genommen. Und ich würde sagen, da kommen wir auch schon zu den Werten. Wir haben einmal Überleben 14 Punkte, Trefferpunkte 10.900, eine Panzerung von 6 bis 21 mm, Artillerie haben wir 12 Punkte, Hauptbatterie hat 4x2 102 mm, Feuerreichweite 9,1 Kilometer, Ladezeit 5,9 Sekunden, Dauer für 180 Grad Kehre 18 Sekunden, Sprenggranaten Höchstschaden 1661, eine Brandwahrscheinlichkeit von 6%. AP-Granaten Höchstschaden 1828. Torpedos haben wir 21 Punkte, Torpedowerfer 4x3 533 mm, Ladezeit 66 Sekunden, Dauer für 180 Grad, Kehre 6 Sekunden. Höchstschaden beträgt 11.733. Torpedoerkennbarkeit zu See 1,1 Kilometer, Torpedoreichweite 5,5 Kilometer und Torpedogeschwindigkeit 56 Knoten. Manövrierbarkeit haben wir 82 Punkte, die Höchstgeschwindigkeit beträgt 35 Knoten, in Wenderadius von 520 Meter und eine Ruderstellzeit von 3 Sekunden. Tarnung haben wir 96 Punkte. Erkennbarkeit zu Wasser 5,9 Kilometer, Erkennbarkeit zu Luft 2,9 Kilometer, garantierte Erkennbarkeitsreichweite 2 Kilometer und Erkennbarkeit beim Feuern im Nebel 2 Kilometer. Zur Übersicht: andauernder Nebel erhöht Dauer der Nebelwand. Bescheidene Geschütze: dieses Schiff ist mit kleinkalibrigen Hauptbatteriegeschützen bewaffnet. Die Clemson, eine Weiterentwicklung der Riggs-Klasse, gehört zur zweiten Serie von Glattdeckern der USS Navy. Der Rumpf des Schiffs war so konstruiert, dass die einzelnen Lafetten der Hauptbatterie durch Zwillingslafetten ausgetauscht werden konnten.
um die Feuerkraft des Zerstörers zu verdoppeln. In Dienst gestellt 1919, Schiffe in einer Serie 156. Ja, zum Kapitän habe ich den Vincent drauf, den Halloween-Kapitän, den es beim Halloween-Event gegeben hat, wo man den auch spielen konnte, reduziert die Ladezeit der Hauptbatterie ihres Zerstörers um minus 3,9%. Das ist die Basisfähigkeit. Wir haben als erste Inspiration den Philippe drauf, erhöht den Schaden durch Sprenggranaten ihres Zerstörers plus 3,25% und den Erich Bey, um unsere Zerstörererkennbarkeit weiter runter zu drücken, um minus 5,4%. Als erstes Talent haben wir Aufmerksamer Zorn, als zweites Mörser, als drittes 1000 Schnitte und diesen oder dieses Spezialtalent geschützte Waffen, was nur der Vincent hat, ist Risiko eines Ausfalls der Hauptbatterie minus 50%, genauso beim Torpedowerfer auch minus 50%. Das ist jetzt bei der Hälfte geskillt, ich denke mal, das wird auf 100% gehen. Mal gucken, da werden wir auf jeden Fall mal nachschauen, wie weit das geht. Und als Legendenfähigkeit unaufhaltsam, Ladezeit, Schadensbegrenzungsteam. Minus 50%, wenn ihr in der Reichweite von gegnerischen Schiffen seid, bei 4,5 Kilometern. Ansonsten habt ihr permanent die Motorreparaturzeit minus 5%. Ja, das zur Clemson. Ich würde einfach sagen, wir gehen mal mit der Clemson ins Gefecht und gucken uns mal den amerikanischen Zerstörer an und schauen mal, was da so Schönes los ist. Bis gleich. So, da sind wir mit der Clemson im Gefecht drin. Ne? Natürlich wieder tipptopp Matchmaking mit vier Zerstörern, einwandfrei. Finde ich auf jeden Fall schon mal wieder mega nice. Ja, müssen wir auf jeden Fall mal gucken, was wir da anstellen können. Auf jeden Fall wieder mit Sprenggranaten auf Zerstörer. Also auf gegnerische Zerstörer. Auf die Schlachtschiffe auch auf jeden Fall mit Sprenggranaten. Kreuzer auch. Wenn die Kreuzer unter 4 Kilometer sind, auf jeden Fall mit AP. Um auf jeden Fall Zitadellen zu machen. Damit die Kreuzer schnell raus sind, wenn sie uns zu nahe kommen. Ansonsten tatsächlich wirklich probieren, irgendwie zu turben. Turben ist halt so bei den amerikanischen Zerstörern ein bisschen das Problem, da die Reichweite nicht so gering seid, da die Reichweite von den Zerstörern, von den Torpedos ziemlich gering ist. Man muss darauf achten, dass die Schiffe auf ihn zufahren. Das heißt, immer gegnerische Schiffe nehmen und turben, die mit der Nase nach vorne sind, so wie rechts die zwei oben zum Beispiel, würden die jetzt abdrehen, dann auf jeden Fall nicht irgendwie hinterherfahren und versuchen zu turben. Das wird so oder so nichts, da eure Reichweite dafür einfach viel zu low ist. Aber wir kümmern uns als erstes um die gegnerischen Zerstörer. Dafür sind die amerikanischen Zerstörer da. Das sind einfach einmal die Zerstörerjäger. Die müssen sich auf jeden Fall um die gegnerischen Zerstörer kümmern. Wir sehen, wir haben jetzt rechts zwei, also hier bei uns bei der Seite, und links sind auch zwei drüben. Sollte unser Team jetzt auf der linken Seite drüben die Zerstörer nicht machen, müssen wir auf jeden Fall rüberfahren, dass wir die auf jeden Fall machen. Also da müssen wir auf jeden Fall gucken. Aber erstmal kümmern wir uns hier um die rechte Seite, dass hier die Zerstörer gemacht werden. Müssen wir jetzt mal ein bisschen auf, da kommt schon ein Torp. Ah, scheiße. Ja, moin. Da haben wir noch die V25.
Die müssen wir jetzt auf jeden Fall machen, dass die rauskommt. Ja, schön, dass du uns abgebremst hast. Sehr nice. So, da haben wir die Klemsen weg. Die V25. So, jetzt müsste der andere noch da sein. Der ist hier hinterm Berg irgendwo. Wir sind jetzt aber auch offen. Da ist er. Die Wicks. Muss jetzt auf jeden Fall raus. So, sind raus. Jetzt müssen wir auf jeden Fall zusehen, dass wir schnell rüberkommen. Dass wir auf der anderen Seite die anderen Zerstörer machen. Die anderen zwei. Da könnte ich sich in der Zeit hier austoben. Weil die müssen raus, ansonsten werden die auf jeden Fall unsere Zerstörer rausnehmen. Und ihr seht, die amerikanischen sind einfach die Zerstörerjäger. Sie sind schnell, sie haben eine sehr gute Nachladezeit der Hauptbatterie. Sie haben, sage ich mal, auch die Torpedos oder den Torpedo-Fächerwinkel dazu, der ziemlich groß ist, sehr groß ist, der Torpedowinkel, dass man wirklich Nebelwände austoben kann, wenn da Zerstörer drin sind oder Kreuzer, dass man die da einfach austoben kann. Und das ist eben auch das, wo ich mich persönlich wirklich sehr dran halte, mit den amerikanischen Zerstörern andere Zerstörer zu machen. Weil so hat man auch einen anderen Spielstil von jedem Zerstörer, den es in Warships Legends gibt. Und das werde ich auf jeden Fall auch. Es ist einfach wichtig, dass es gemacht wird, dass man am Ende gewinnt. Ihr wollt ja Money Farm, grüne globale Erfahrungspunkte, alles Mögliche. Und da ist es eben wichtig, dass man gewinnt, dass man am Ende mehr bekommt. Vor allen Dingen, wenn man gerade Booster drauf hat, ist es ärgerlich, wenn dann irgendeine Grütze zusammengespielt wird. Und bei den amerikanischen Zerstörern ist es auch so, ihr müsst nicht wirklich viel machen, um, sag ich mal, oben zu stehen von den Erfahrungspunkten her, weil das schon so berechnet ist, dass die tatsächlich mehr für Zerstörer gemacht sind und zum Caps einnehmen. Das kann man am besten bei der Kit erkennen. Bei der Kit, wenn man da 2, 3 oder sagen wir mal, man nimmt 2 Spots ein, man macht einen gegnerischen Zerstörer kaputt, sieht man schon, dass man am Ende oben ist. Dann kommt noch, wenn man noch ein Flugzeug kaputt macht, was natürlich auch die Kit ein verdammt geiles Schiff ist, um Flugzeuge kaputt zu machen. Da freue ich mich schon mega drauf, wenn endlich die Träger kommen. Aber das kann man daran halt einfach sehr gut erkennen, dass die das auch so ein bisschen berechnet haben, was es an Erfahrungspunkte gibt. Und das finde ich eben auch so geil an Legends, dass die sich da auch Gedanken machen, ja okay, mit dem Schiff wird es ein bisschen schwer, gegnerische Schlachtschiffe zu turben oder Kreuzer zu turben, und also dass die halt wirklich dann auch sagen, gut, das müssen wir damit berücksichtigen, und es ist nun mal mit den Schiffen, die sind dafür nicht vorgesehen, also müssen die Zerstörer machen, finde ich absolut geil. Ja, man kann mit denen hier, also mit der Klemsen, tatsächlich auch Schlachtschiffe toben, aber man muss auf jeden Fall aufpassen, dass sie nach vorne kommen. So, jetzt müssen wir aber aufpassen, links ist noch ein Kreuzer. Naja, ihr werdet auf jeden Fall sehen, wenn ein Schiff irgendwie wegfährt, habt ihr keine Chance mehr mit den Torpedos. Erstens mal sind die Torpedos dann zu langsam, um hinterher zu kommen. Und zweitens mal ist die Reichweite von euren Torpedos einfach zu kurz. Deswegen müsst ihr euch wirklich für Schlachtschiffe entscheiden, die jetzt zu euch kommen. Oder wenn eins abhaut, müsst ihr erstmal außen rumfahren.
mit euren Zerstörer, damit ihr in die Reichweite kommt und dann an seine Front vorne ran. Ne, man kann zwar auch so ein bisschen mit den Guns, da muss man aber entweder in einem Berg stehen oder eine Nebelwand setzen. Wenn man jetzt eine Nebelwand setzen tut. Ja, nice, der ist weg. Wenn man jetzt eine Nebelwand setzen würde, wäre es blöd, weil wir momentan keinen haben, der die Phönix zum Beispiel spotten tut. Das heißt, unsere Nebelwand würde vollkommen für nichts sein. Wenn jetzt ein anderer DD hier wäre, der würde dann für uns spotten. Dann könnten wir die Nebelwand setzen und könnten tatsächlich versuchen, auf die Phönix zu gehen. Oder wir hätten Sonar. So, jetzt sind wir auf durch die Phönix. Jetzt müssen wir auf jeden Fall ein bisschen Palette machen und eine Nebelwand setzen, dass wir schnell wieder in Tarnmodus kommen. Da auch erstmal noch mit Sprenggranaten. Schade. Schade, Marmelade. Ja, das war's von diesem Clemson Gameplay. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr gerne mal auf Twitch kommen. Alles oder nix unterstrich TV. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Jetzt können wir auf jeden Fall mit AP reindrücken. Und wenn ihr weiteren Content sehen möchtet von mir auf YouTube, dann natürlich ein Abo dalassen. Würde ich mich auch mega freuen, um mich ein bisschen zu supporten. Ich bin raus. Chill mit Ö. Euer Vinny und viel Spaß mit den amerikanischen Zerstörern.